Wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich still hier gerade Theodor und ich habe spontan gedacht, ich nehme euch heute nochmal mit durch unseren Abend und ja, vielleicht morgen früh auch noch ein bisschen. Mausi? Ja. Ich wollte euch einfach nur nochmal zeigen, wie wir das so machen abends mit den Kids. Wir haben es jetzt gleich, ja, wir haben es schon nach 18 Uhr. Haben schon zu Abend gegessen. Heute gab es leckeren Gemüseeintopf, habe ich gemacht. Und wir essen ja meistens so um 5 Uhr zu Abend, genau. Dass es dann einfach nicht zu spät wird abends. Und Theodor schaut mich jetzt an. Was macht da die Mama? Ja. Genau, und nach dem Abendessen gehe ich dann meistens mit Theodor ins Wohnzimmer und stille ihn. Es ist so unser Ritual und Papa kümmert sich eigentlich dann um den Großen, um Valentin. Sie sind jetzt auch schon im Bad, Zähne putzen. Also wir lassen das schon eine halbe Stunde noch vergehen nach dem Abendessen, weil man soll ja nicht gleich danach Zähne putzen wegen dem Zahnschmelz. Aber genau, Papa geht dann meistens mit Valentin Zähne putzen, weil ich halt mit Theodor stillen muss und anders schläft die kleine Maus nicht ein. Und ich lasse dann auf YouTube immer noch so eine entspannte Musik laufen. Im Hintergrund ist dann auch schön. Ne? Genau. Und ich mache meistens auch noch das Licht aus, dass es ein bisschen dunkler ist. Und ja, meistens, ja, Papa braucht dann so eine Viertelstunde im Bad mit Theodor, mit Valentin. Die putzen die Zähne, Gesicht waschen, Schlafanzug anziehen und dann wird meistens noch 10 Minuten, Viertelstunde ein Bilderbuch angeschaut. Dann geht es auch schon hinter ab ins Bett. Und dann spätestens um 6:30 liegt Valentin dann mit Papa hinten im Bett. Wir machen dann Einschlafbekleidung und wenn dann Valentin eingeschlafen ist, es vergeht meistens, ja, meistens ist Papa eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde hinten und schläft dann selbst ein. Dann muss ich ihn immer holen, weil Theodor, wenn es gut läuft, braucht er so eine halbe, dreiviertel Stunde, bis er runterkommt und dann schläft. Beiden sind jetzt hier, gute Nacht, man schaut. Schlaf gut. Schlaf gut. Ja, sind jetzt schon fertig. Gute Nacht. So, ich habe jetzt Theodor erfolgreich schlafen legen können. Ich muss ein bisschen leiser reden, ich bin auch hier im Bad. Wie ihr gesehen habt, Theodor liegt vorne jetzt bei uns auf der Couch und schläft dann so lange, bis wir ins Bett gehen. Und genau, wenn Theodor bei mir an der Brust gar nicht einschläft, dann machen es wir auch so, dass ich ihn einfach stille und dass dann mein Mann ihn in die Trage nimmt und dann gehe ich mit Valentin hinter und mache die Einschlafbekleidung. Aber ja, so funktioniert das auch richtig toll und ich bin echt froh, dass Valentin auch bei meinem Mann einschläft. Das finde ich echt ganz klasse. Ich bin heute auch mega, mega kaputt, muss ich euch sagen. Momentan sind die Nächte auch bei uns durchwachsen. Theodor wacht momentan irgendwie schon um 4 Uhr auf, ist gut gelaunt irgendwie und möchte nicht mehr einschlafen. Da mein Mann aber schon immer um 5 Uhr eigentlich aufsteht und ihr bald auf Arbeit geht, steht er mit Theodor auf und macht sich schon mal fertig in Ruhe. Dann kann ich mit Valentin, habe heute dann bis um 5 mit Valentin hinten geschlafen noch. Aber trotzdem, ich bin total kaputt. Heute war auch so viel wieder los bei uns. Momentan gehe ich ja mit den Kleinen frühs auch spazieren, dass die schlafen können. Weil irgendwie klappt es nicht, dass ich Valentin ins Bett
gebe. Ich habe ja ganz am Anfang immer Theodor in die Trage und dann Valentin schlafen gelegt, aber irgendwie klappt das nicht mehr. Und wenn ich alle beide Kinder ins Bett lege, wollen die irgendwie auch nicht schlafen. Das heißt, ich muss frühs immer spazieren gehen mit den Kleinen. Minimum eine Stunde und ja, das bei Regen wie Schnee. Und ja, waren wir heute wieder so 1,5 Stunden spazieren. Da gehe ich meistens schon so um 8, 9 raus. Ja, ab und zu kommt auch der Opa natürlich und geht mit Valentin spazieren. Das ist echt auch super, super klasse. Ja, und dann habe ich noch mit Valentin Osterkekse gebacken. Die zeige ich euch dann später auch noch. Das Rezept habe ich übrigens auf Instagram gepostet, falls ihr Interesse habt. Ja, und dann war noch eine Freundin da mit ihrem Kind. Ja, es war irgendwie heute wieder sehr, sehr stressig. Jetzt haben wir gleich 7 Uhr und ich muss jetzt auch noch ein bisschen die Küche aufräumen. Und dann möchte ich mich auch noch mal ein bisschen an den PC setzen. Und ja, ich mache gerade ein Fernstudium. Genau, was es aber genau ist, verrate ich euch jetzt noch nicht. Muss ich erst mal fertig haben und dann muss ich jetzt auch noch ein bisschen lernen. Also schon immer echt viel zu tun. Ich muss jetzt noch die Küche, wie gesagt, aufräumen und dann setze ich mich ein bisschen an den PC. Mein Mann schaut Fußball an. Ich glaube, Fußball kommt heute Abend wieder. Der kann das ruhig anschauen und ich hoffe, dass die Kinder jetzt schlafen, auch Theodor, dass der vorne schläft. Und ja, ich mache jetzt noch eine Stunde, denke ich mir. Und dann geht es für mich auch ab auf die Couch. Die Kekse, die ich heute mit Valentin gebacken habe. Wie gesagt, ich habe das Rezept auf Instagram gepostet. Ich habe mir da nämlich so richtig tolle Ausstecher gekauft. Hier so eine Blume und einmal so ein Hasen. Ich verlinke euch das mal in der Videobeschreibung. Und dann kann man da nämlich die ausstechen, den Hasen hier raus tun und dann zweierlei Teig machen. Und dann ja, einen braunen Hasen und einen weißen Hasen hier reinsetzen. Und ich finde es total süß. Ich habe das jetzt mit Buchweizenmehl gemacht. Ihr könnt aber natürlich auch ganz normales Mehl nehmen. Ja. Aber ich finde zu Ostern ja irgendwie was Osterliches muss natürlich sein. Ich mache auch noch Osterbrot werde ich vielleicht backen. Ja, mal schauen, wie ich Zeit und Lust habe. So, die Küche schaut jetzt wieder einigermaßen vorzeigbar aus. Ja, habe alles hier abgeputzt. Mache ich eigentlich abends immer, bevor wir schlafen gehen, weil sonst ja, morgen früh alles voll steht und ich mag das überhaupt nicht. Wenn ich schlafen gehe, dann muss hier alles schön ordentlich sein und ja, auch der Fußboden einigermaßen. Den habe ich jetzt erst aufgekehrt, das mache ich jetzt nicht. Genau. Und jetzt schaue ich mal, ob ich ein bisschen arbeiten kann. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben es bereits den nächsten Tag. Ich habe, wie gesagt, euch gestern jetzt nicht mehr mitgenommen, weil ich war echt mega kaputt und mein Mann auch. Ich habe auch nur noch eine halbe Stunde war ich am PC und dann habe ich keine Lust mehr gehabt.
Und dann bin ich nochmal in die Badewanne und es hat so gut getan und ich bin echt in der Badewanne eingeschlafen. Genau, ich bin aber noch rechtzeitig aufgewacht und ja, wir sind dann um 9 Uhr ins Bett gegangen. Das hat dann auch echt gereicht. Und ja, wir haben es jetzt 7:30 am Morgen und wir sitzen gerade am Frühstückstisch. Mein Mann hat mich heute mal wieder länger schlafen lassen, zum Glück. Und ja, er ist mit den Kindern um 6 Uhr aufgestanden. Ja, ich habe mir hier einen Cappuccino gemacht, einen mit selbstgemachter Mandelmilch und mein Mann auch. Und mein Mann isst hier noch ein leckeres Brötchen mit Fruchtaufstrich. Valentin hat heute Morgen schon ein Porridge bekommen mit Buchweizen, Hamm, was war noch drin, Heidelbeeren, Himbeeren und jetzt habe ich ihm noch ein Brot mit Mandelmus geschmiert. Das schmeckt ihm auch immer ganz gut. Ja, ja. Theodor ist hier in der Schale. Ja, der will aber jetzt gleich raus. Den nehme ich dann gleich mal auf den Schoß. Ja, die Nacht war relativ gut, muss ich sagen. Bis auf das Valentin den Papa fast wieder rausgedrängt hat vom Bett. Und er jetzt halt ja, ein bisschen Nackenschmerzen hat. Wir möchten heute ins Bad gehen. Wir das nicht mehr essen. Wir werden heute mit den Kindern schwimmen gehen, ins Bad gehen, haben wir uns gedacht. Ja, so 2-3 Stunden, mal schauen, wie lange sie es aushalten. Weil Theodor war ja noch gar nicht im Bad. Valentin war schon 2-3 Mal mit uns schwimmen. Aber ja, jetzt sind wir alle 4 gesund, das müssen wir ausnutzen. Und deswegen mal schauen, wer weiß, wann wir wieder krank werden. Toi, 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 ne? Und genau, deswegen werden wir da heute schwimmen gehen und der Haushalt muss ich sowieso noch machen, mein Mann muss noch Wäsche machen. Wir müssen davor auf jeden Fall noch Schwimmflügel kaufen für Valentin und wir brauchen 2 Schwimmwindeln für die Mäuse. Hallo meine Lieben, wir sind jetzt wieder zu Hause vom Schwimmen. Es war richtig toll, wir waren ungefähr 1,5 Stunden drinnen und die Mäuse sind total kaputt. Es war auch mega viel los, aber es hat alles gut geklappt. Beide sind jetzt im Auto eingeschlafen, wobei jetzt Theodor wieder aufgewacht ist. Ich glaube, der hat Hunger. Und Valentin, wir haben nämlich ein paar Brötchen mit im Auto gehabt. Habe ich schon mal eins gegessen, weil ich auch mega Hunger hatte. Und Valentin hat auch ein bisschen gegessen und schläft jetzt hinten im Schlafzimmer. Und der kleine Theodor hat jetzt auch Hunger. Den werde ich jetzt stillen und ich mache mir jetzt noch einen Getreidekaffee. Ich habe mir nämlich frische Mandelmilch gemacht und es schmeckt dann immer richtig gut. Ich werde noch ein Stück Kuchen essen, denke ich mir. Oder ein paar Plätzchen hier naschen, wobei ich die gerne morgen mitnehmen möchte. Wir fahren ja zu meinen Eltern nach Hause. Und ja, dass Valentin ein bisschen was hat. Weil die sind ja glutenfrei und mit dem speziellen Maiszucker gebacken. Ich zeige euch den mal. Ist das hier so einer? Und der ist speziell bei Fruktoseintoleranz geeignet. Und ist glutenfrei, vegan und Low Food Map. Ich kann euch den mal verlinken. Vielleicht gibt es den ja. Könnt ihr mal nachschauen. Und ja, die schmecken richtig, richtig klasse. Wie gesagt, ich habe jetzt schon ein Brötchen gegessen. Mein Mann hat nicht so einen Hunger, dem ist irgendwie heute nicht so. Ich hoffe, dass er nicht krank wird. Genau, und ja, jetzt haben wir 10:30. Ich werde jetzt Theodor stillen und dann auch ein bisschen ruhen. Nur meine Haare sind noch ein bisschen feucht, aber ja, es war richtig schön und den Mäusen hat es auch richtig gut gefallen. Ja, wie ist denn da? Was magst du mit Papa? Jetzt auch gefallen, gell? Ja. Ja. Ha? Deine Spitzmaus, du? Deine Spitzmaus? Ja, jetzt gibt's was zum Essen, ne? Ja. So, ich muss jetzt noch die ganzen dreckigen Handtücher von heute, wo wir im Bad waren, jetzt in die Wäsche tun und auch die ganzen Badesachen und ich zeige euch mal, weil wir haben nämlich keine Schwimmwindeln mehr gehabt für Valentin und für Theodor und dann haben wir
gleich noch welche gekauft, bevor wir schwimmen gegangen sind. Und zwar einmal hier, die von Valentin. Das ist jetzt Größe 98-104. Und für Theodor müsste ich gleich mal schauen, wo die ist. Oh, da sind noch so viele Sachen, wo man dann waschen muss, wenn man da mal mit zwei Kindern unterwegs ist. Ich habe mir auch übrigens eine Jacke übergeworfen, weil es mir echt sehr, sehr kalt ist. Und mein Mann geht es jetzt momentan nicht so gut. Er liegt jetzt auf der Couch. Ich hoffe, dass der nicht krank wird. Ich glaube, die andere Hose ist noch im Auto. Die hole ich jetzt gerade mal schnell. Und die zeige ich euch auf jeden Fall noch. Oh, es ist mega kalt heute wieder. Genau, ich habe das nämlich alles noch in dem Rucksack. Und ja, muss auch mal wieder das Auto raussaugen. Schiebe ich alles immer vor mir her. Müsste aber eigentlich mal gemacht werden. Oh, ist ein Activity Board hier. So, gerade beim Videoschneiden ist mir aufgefallen, dass die letzte Frequenz ja nicht richtig aufgenommen wurde. Mega blöd, muss ich euch sagen. Ist egal, ich wollte nämlich euch noch ja die Windel zeigen von Theodor. Und zwar ist das hier diese Schwimmwindel. Ich verlinke euch auf jeden Fall mal beiden in der Videobeschreibung. Ich finde die total süß. Und genau, dann würde ich mich mal verabschieden. Wir haben es nämlich jetzt schon 7:30. Beide Kinder schlafen zum Glück. Und mein Mann schläft hier auch auf der Couch. Ich werde jetzt noch das Video zu Ende schneiden und dann mache ich auch Feierabend. Ich gönne mir noch ein bisschen selbstgemachte Schokolade. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut. Gib mir einen Daumen nach oben und lass auch gerne ein Abo da. Würde mich total freuen. Macht's gut. Ciao.